So, hier haben wir unsere Informationszettel, Bruder. Was dritte Saison angeht, Bruder. Was machst du, Bruder? Aber was machst du? Bro, Story. Story, aber sorry, ja? Ja. Gönnt euch, Bruder, wohl lecker. Kinderbühne. Ja? Und ist auch gut? Ja, eigentlich geht's so. Das ist gelandet. Ja, okay. Er ist blau wie Ozean. Er ist blau wie Ozean, Mann. Gut, dass ich Pause vom Essen. Wir sind gerne da, zwar. Yeah. Ja? Miau. Ah! Herzlich willkommen bei Eat to Head Production, meine liebe Zuschauer. Hey, 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 and welcome, hey! Wir glauben keine Sechse, Bro. Bro, sein Shoutout. Shoutout, Bro, shoutout. Hey, Bro, servus. Ja, ich lade euch jetzt herzlich dazu ein, uns in die dritte Saison ab jetzt zu begleiten. Schau, er ist noch schüchtern. Er ist noch schüchtern, ja. Strawberry bleibt sitzen. Okay. Ja. Ich lade euch herzlich nochmals ein in die dritte Saison, Leute. Es wird einfach bombastisch sein, ja. Ich freue mich extrem, hier mit meinem Kollegen Alex zu sitzen. Heute ist 1. März und ich sage euch, bis zur Staffelpause, wir werden alles niederverbrennen, ja. Okay. Ja. Gut. Bitte sehr, Mr. Ja. Hey, Gigi. Hier. Ja. Ja, du guckst du Kamera. Ja, eine neue Playlist wird uns erwarten, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall, es wird spannend und sehr mysteriös. Ja, er ist ein kleiner Schlingel. Großer Schlingel, Bruder. Großer? Breiter, großer. Du bist Anonymous, du Pisser. Bro, er ist Anonymous, ja. Auf jeden Fall, er hat sich was ausgedacht für eine neue Playlist, nämlich. Adonis G. Adonis G. Was ist das? Das werdet ihr noch erfahren und so, jetzt ist er schön auf. Ja. Auf jeden Fall, das werdet ihr erfahren, was das alles vor sich hat mit Adonis Game, mit diesen Schlingen hier. Auf jeden Fall, er hat sich was einfallen lassen, was uns an die Grenzen bringen wird, aber unsere Selbstfindung auch ein bisschen heranbringen wird. Auf jeden Fall, es wird spannend, schön und lustig. Kannst du noch kurz unseren Zuschauern erklären, wie du das bis jetzt gefunden hast, so aus Gefühl, ja, einfach so ganz kurz. Oh ja, genau, Adonis Game. Ja, ich fand es sehr spannend auf jeden Fall, sehr schön, sehr mysteriös. Auf jeden Fall, du hast dir ein ziemlich schönes Spiel einfallen lassen. Es bringt uns an unsere Grenzen, also es ist auf jeden Fall, wir sind alle kurz vorm Auszucken, das ist klar. Aber wir geben unser Bestes als Team. Als E4L Production Team und als PL7 Team. Apropos PL7. Ja. Yeah. Okay, hat mich wirklich gefreut. Also, wenn dir das Spiel gefällt und okay, du dich auf die nächsten Teile auch freust, dann bin ich völlig dabei. Ja. Yeah. So, jetzt möchte ich was ganz Kurzes sagen. Und zwar, ich möchte eine bestimmte Person erwähnen. Und zwar, wir möchten sie aus Herzen grüßen. Die Person heißt Veronika Hecker. Danke, wirklich großen Dank an dich, dass du uns so lange unterstützt hast und fast unter jedes Video einen Kommentar hinterlassen. Also das beherzigen wir extrem. Wirklich, wirklich danke nochmal von mir. Von mir auch ein großes Dankeschön. Wir wissen nicht, wer du bist. Keine Ahnung, wer du bist. Auf jeden Fall danke dir von ganzem Herzen für jedes Video, das du kommentiert hast. Du bist einer unserer ersten und treuesten Fans. Ja. Auf jeden Fall bleib dran, es kommen auf jeden Fall viel geilere Videos, die du kommentieren wirst und dich kaputt lachen wirst, schockieren wirst, wie auch immer. Ansonsten danke auch von mir. Auf jeden Fall, wie gesagt, apropos PS7. Mit PS7 geht es natürlich sehr spontan und sehr geil weiter. Wir haben viele Sachen geplant im PS7, musikalisch geht es weiter.
von ihm hier, von Pate Latino, von Ibo auch gibt's neue Sachen. Jetzt kommt das Beste zum Schluss, ne? Und meine Damen und Herren, es gibt eine kleine Überraschung. Enrico wird zurück. Seid gespannt, PL7 auf jeden Fall abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Musikvideo verpasst, beziehungsweise Lied. Auf jeden Fall, es wird sehr emotional und sehr lustig und sehr partymäßig. Amüsant auf jeden Fall. Ja. Schaut hier unten in der Beschreibung, findet ihr alle nötigen Links zu PL7 unter anderem. Das heißt auch 2019, was beherrschen wir wie kein anderer, wie in YouTube? Nämlich unsere Filme. Yes. Filmtechnisch wird es mega geil. Oh ja. Oh, wir haben so viele Projekte noch offen, die wir noch machen werden, bald. Die werdet ihr auch sehen. Ich hoffe, es gefällt euch auch an dir, Veronika. Du magst unsere Filme und du kannst dich auf was gefasst machen. Auf jeden Fall, ja. Es wird geil, actionreich, dramatisch, lustig, Horror, alles, ja. Alles tutto completo. Filmemäßig wird es auch jetzt abgehen, endlich mal wieder. Hast du es vermisst? Du stellst mir die Frage, ob ich sowas vermisse, aber ich bin geboren für Schauspielkunst, ich bin geboren, verdammte Scheiße, ich brenne dafür, Mann. Veronika, du bist aus Sachsen und wir grüßen dich aus Wien, ja. Wollte ich mal dazu sagen. Und natürlich an ganz Deutschland und Österreich, schöne Grüße. Wir lieben euch. Denn durch euch sind wir Fat Production geworden. Was ich noch kurz ergänzen würde zu PL7, wir waren ein Team aus 4 Leuten, darunter Padre Latino, Enrico, Ivo und MC Sanchez. Wir haben 2 neue Rapper dazu gewonnen. Ja. Momo und Salvatore. Schöne Grüße an euch beide Jungs, wenn ihr das gerade anschaut. Und wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit euch. Ich möchte nochmals sagen, ja, wirklich ein großes Dankeschön an jeden Fan da draußen. Auch wenn du ein Hater bist, für uns ist das kein Ding, ja, kannst uns haten, so viel du willst. Aber wir danken auch dir, denn durch dein Haten hast du uns vorangebracht. Stimmt, hast uns gepusht und so, ne? Also wie gesagt, egal wer dahinter steht, ich bedanke mich bei dir. Wir bedanken uns bei dir. Und wir freuen uns vor allem nochmal extrem auf die neuen Videos. Es wird sehr intensiv, so intensiv wie noch nie. Es wird alles abfackeln, wirklich. Unser ganzes Potenzial wird rausgerissen. Kerl, der süße Kerl hier, ja, er möchte, dass ihr uns ein kleines Zeichen abgibt. Und zwar... Okay. Ja, klar, Kommissar. Er möchte, dass ihr den Daumen hoch einschaltet, die Glocke aktiviert und... Ja, kommentiert mal unter diesem Video, ob ihr euch freut auf die dritte Saison. Und ob ihr ihn süß findet. Ab Strawberry, hey. Immer und diese Strawberry. Er ist neu, wir haben noch einen, sag ich mal, Mitspieler arrangiert, der sollte bald bei dir auftauchen. Ja, auf jeden Fall. Und zwar sein Tier, sag ich mal, sein Freund, sein kleiner Kollege. Maskottchen. Sein Mr. Apple. Ja. Dann haben wir Mr. Berry mit Mr. Apple. Okay, er ist unterwegs. Er ist mit Patrick. Immer noch? Ja. Ich schau mal raus. Ja, Digga, schau dir mal. Jesus Christ. Okay, Leute, hat mich gefreut wieder mal. Und wir freuen uns, wie gesagt, auf die neue Saison. Wird okay, dramatisch geil. Oh. Hashtag Update 2019. Hashtag Ciao. Das war das. Oh! Ach Gott. Oh. Also mein Sucuk gerochen. Captain with hard takes. Sei ein Abo, sei ein kranker Visionär.